Nachhaltigkeit treibt die Menschen immer mehr um. Und Frau John, Sie haben es geschafft, dass zwei Ideen jetzt kommen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob beide Teams auch da sind. Zunächst einmal das Team Alpapa, Sinan Bekiroglu, Juri Matraguna und Nicolas Bauer. Sind die heute hier? Ich glaube, die sind entschuldigt, soviel ich weiß. Ja, einer krank, einer in München. Was mich daran jetzt freut an dieser Geschäftsidee vielleicht ganz kurz, dass das eine Idee ist, die beim 5-Euro-Business an der THI auch gewonnen hat. Und insofern sind wir mal gespannt, ob wir dann vielleicht in einem weiteren Schritt etwas aus dem Geschäftskonzept dann auch kennenlernen werden. Ja, ebenfalls.